So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Neben dieser tollen Baumart hier, das ist eine Baumhasel. Baumhasel ist in der Liste der Zukunftsbäume so ungefähr in der Mitte einzuordnen. Die wachsen möglicherweise sehr schön, machen einen sehr schönen geraden Stamm, tut die hier auch. Bestimmungsmerkmale gucken wir uns gleich an. Und wie ihr vielleicht hört, ist es hier jetzt von der Soundkulisse her nicht so wirklich, wirklich schön. Aber ich wollte halt einfach wenigstens zur Anmoderation mal auch wirklich die immer Baumhasel gestanden haben. Das ist die eine, die ich in meiner näheren Umgebung kenne. Und drum machen wir halt hier einen kurzen Clip. Wir waren sowieso hier am Spazierengehen und daher bildet sich das ganz gut an. Ganz kurz ein paar Eigenschaften. Die Baumhasel ist anders als die Strauchhasel nicht als Haselnuss zu gebrauchen. Die schmeißt schon auch irgendwelche Nüsse runter, aber die sind längst nicht so gut nutzbar, wie wir das eben von der Haselnuss bzw. von der Strauchhasel eben entsprechend kennen. Das Holz ist sehr schön. Sie kommt so grob aus dem, ich sag jetzt mal, vorderen Orient. Verbreitungskarte suche ich noch raus, zeige ich euch dann und ist jetzt bei uns ein Thema als Zukunftsbaumart seit ungefähr 15 Jahren. Davor wurde sie eigentlich mehr einfach deswegen angebaut, weil man halt Exoten gerne da hatte, weil man auch mal einfach zeigen wollte, was gibt es denn weltweit so an Bäumen, die man irgendwo hinpflanzen kann, und eben in diesem Rahmen ist sie dann auch zu uns gekommen. Also wie fast alle Fremdherkünfte von Baumarten, über die wir jetzt eben diskutieren und überlegen, ob die denn für den Wald der Zukunft, für den Forst der Zukunft eine gute Alternative zu den heimischen Arten wären. Die einzelnen Vorteile, die sie dann vielleicht doch noch eben entsprechend haben könnte, gucken wir uns dann im Detail an, wenn ich irgendwo sitze, wo es ruhiger ist. Jetzt erstmal noch zum Bestimmungsteil mittels Fotos und Voice-Over. Und bis gleich. Das ist ein typisches Blatt von einer Baumhasel. Sieht jetzt auf den ersten Blick der Strauchhasel relativ ähnlich. Auch auf den zweiten Blick sieht sie relativ ähnlich. Und auf den dritten Blick immer noch. Die sind sehr ähnlich. Also wenn man einen Baum mit Strauchhaselblättern findet, dann kann man sich durchaus fragen, ob das nicht eine Baumhasel ist. Und das ist dann meistens auch der Fall. Grundsätzlich haben sie immer eine Spitze, sind ja meistens herzförmig, können ein bisschen rundlicher, ein bisschen elliptischer sein, aber eben durch die Spitze und den Blattgrund, also da, wo der Stiel beginnt, wo das Ganze halt ein bisschen eingeschnitten ist, kann man sich die Blätter so ein bisschen als abstraktes Herz vorstellen. Und oft sind sie oben, also von uns aus gesehen bei diesem Bild oben, ein bisschen breiter als unten, also in Richtung Spitze. Das muss nicht so sein, das ist eben das Schwierige. Es gibt nicht immer nur das eine Blatt einer Baumart, sondern die können durchaus in ihrer Form ein bisschen variieren. Das sehen wir jetzt hier. Hier mal ein ganzer Zweig. Da sind also deutlich herzförmigere und deutlich rundlichere Blätter dabei. Je nachdem, welches Blatt man sich jetzt jeweils individuell anguckt. Am besten guckt ihr euch möglichst viele an. Versucht dann ungefähr ein Gefühl dazu bekommen, wie die in etwa aussehen. Und das könnt ihr dann aber später machen, wenn ich hier mit Erzählen fertig bin. Jetzt gucken wir uns das Blatt nochmal im Detail an. Länge von Blattbasis bzw. Blattgrund bis Spitze ist so ungefähr 12 cm, kann deutlich länger sein, kann deutlich kleiner sein. Das variiert je nachdem mit der Wasserverfügbarkeit vom Standort, wie groß die Blätter sind. Sie sind in fast jedem Fall allerdings ein bisschen größer als die der Strauchhasel. Dann sind sie am Rand meistens doppelt gesägt bzw. doppelt gezähnt. Also soll heißen, wir haben hier diese großen Spitzzulauf Zähne, wenn man sie so nennen möchte, und die haben dann noch mal kleine Unterzahnungen. Das macht es eigentlich ganz gut deutlich, was ich damit meine, und das sind so die wesentlichen Merkmale. So, dann kann der Stiel, das sehen wir in diesem Bild auch ein bisschen, bei noch nicht mehr ganz so alten, noch nicht ganz so alten Blättern und auch noch nicht ganz so alten Baumexemplaren ganz leicht drüsenhaarig sein. Das heißt, da ist so ein Hauch von Behaarung am Stiel zu finden, allerdings nur wenig im Vergleich zur Strauchhasel, die hat deutlich behaarte Stiele. Daran kann man dann auch ein bisschen versuchen, sich zu orientieren, wenn man es mit einem sehr jungen Exemplar zu tun hat und da halt eben nicht genaueres anhand der Blätter erkennen kann.
Wenn man eben anhand der Blätter nichts Genaueres erkennen kann, kann es auch hilfreich sein, sich einfach mal den Stamm anzugucken. Denn der sieht in Nahaufnahme so aus und da zeigt sich jetzt doch ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu unserer Strauchhasel. Die ist nämlich ein Periderm-Baum, also Strauch. Soll heißen, sie hat eine sehr glatte Rinde, die keine Schuppen ausbildet, die Strauchhasel. Die Baumhasel hingegen schon. Finden wir also etwas, das haselig aussieht von den Blättern her, aber eine solche Schuppenborke, Längsschuppenborke, ihr seht gerade unten rechts im Bild, sind so länglich angeordnete, sehr lange Schuppen, erinnert ein bisschen an Esskastanie oder Edelkastanie. Und wenn das so aussieht, dann haben wir es definitiv mit der Baumhasel zu tun. Die Rinde an sich würde ich nicht als charakteristisch ansehen, wenn man nicht sehr viel Erfahrung mit der Bestimmung von Baumhasel nach Rinde hat. Aber zumindest mal zur Unterscheidung zur Strauchhasel taugt sie allemal, weil die Strauchhasel eben niemals irgendwelche Schuppen an der Rinde, sondern immer eine glatte Rinde aufweist. Ja, und damit sollte es uns eigentlich möglich sein, zumindest im Sommerhalbjahr eine Baumhasel korrekt identifizieren zu können, sollten wir eine finden. Im Winter mit den Knospen ist natürlich nochmal ein anderes Thema, da möchte ich hier jetzt aber nicht unbedingt drauf eingehen, das führt zu weit. Sehr hilfreich ist auch ein Blick in die Krone. Da sehen wir also, dass wir es hier mit einem sehr geraden Stamm zu tun haben, der auch sehr gut eine Astreinigung aufweist. Heißt, da hängen nicht viele Äste am Stamm unterhalb der Krone und die Krone oben drüber ist so mittelgroß in etwa und wirkt ziemlich vital. Auch das ist kein wirkliches Bestimmungsmerkmal, aber etwas, was man bei Baumhaseln sicherlich so häufig sehen kann, dass sie eben doch erstaunlich vital ausschauen und eben eine ganz schöne recht dichte Krone ausbilden unter einem sehr geraden Stamm. Gucken wir uns den Habitus nochmal im Video an. Da haben wir hier eben unsere Baumhasel von etwas weiter weg gefilmt und man kann den wunderbar geraden Stamm erkennen. Das macht sie natürlich wirtschaftlich auch sehr interessant und dann fügt sich die Krone hier ganz gut in den Gesamtwaldzusammenhang ein. Verdrängt niemand anders, sieht aber auch nicht so aus, als würde sie wahnsinnig bedrängt werden und steht recht weit oben und kriegt damit dann auch volles Licht im oberen Bereich der Krone ab. Also das so zum allgemeinen Habitus. Natürlich könnte man jetzt noch sich andere Baumhaseln angucken und vergleichende Habitusuntersuchungen anstellen. Habitus ist übrigens die Wuchsform, der Fachbegriff dafür. Aber das führt auch wieder zu weit und es ist auch sehr schwer zu sagen, ob man über den Habitus überhaupt versuchen sollte, eine Baumhasel als eben noch nicht so bekannte Baumart bei uns überhaupt zu bestimmen, zu versuchen. Ne? Aber ja, das wäre es fast gewesen. Einen habe ich noch. Nehme hier noch ein kleiner Direktvergleich. Links haben wir die Strauchhasel, rechts die Baumhasel. Es zeigt sich deutlich, dass die Blätter tendenziell etwas herzförmiger sind als bei der Strauchhasel. Des Weiteren können wir sehen, das Blatt der Strauchhasel ist eben ein kleines bisschen auf der Oberseite gerne mal behaart. Das tritt bei der Baumhasel nicht auf. Und sonst sehen sie sich eigentlich schon so vom Gesamterscheinungsbild recht ähnlich. Haben auch beide diese charakteristische Spitze. Hier können wir nochmal die Behaartheit ein bisschen erkennen und eine Strauchhasel ist stärker gesägt, also feinere, irgendwie aggressiver aussehende Sägezahnung. Jedenfalls habe ich das schon häufiger gesehen, dass das irgendwie ein bisschen intensiver ist als die vergleichsweise grobe Zähnung bei der Baumhasel nebendran. Und der Größenunterschied, der fällt natürlich auch noch auf, den die Blätter jeweils zueinander haben. Aber Größenunterschied ist immer so ein bisschen schwierig. Hat man im Vergleich dazu ein sehr großes Strauchhaselblatt zu einem vergleichsweise kleinen Baumhaselblatt, dann kann sich dieser Größenunterschied auch mal umdrehen. Aber im Durchschnitt sind tatsächlich Baumhaselblätter größer als die der Strauchhasel. So, ich hoffe, das langt an Bestimmungen. Dann kommen wir zu den weiteren und wichtigen Baumeigenschaften. So, und jetzt plötzlich im Keller. Das liegt daran, dass ich nicht mehr dazu gekommen bin, am gleichen Tag noch weiter zu drehen. Aber heute regnet es. Das heißt, Keller. Ja? Also zurück zur Baumhasel. Da kann man kurz vielleicht zusammenfassend sagen, damit wir das nochmal kurz geklärt haben, was ist die Aufgabe der Baumhasel im Konzept der zukünftigen Waldbewirtschaftung? Wo wird die eingesetzt werden? Als
Entschuldigung, Trupp- oder einzelstammweise Einmischung in den durchschnittlichen Laubmischwald. Das heißt, wir könnten sie in Zukunft durchaus sehr häufig in sehr vielen Wäldern antreffen. Sie hat eine sehr breite Amplitude an Standortsmöglichkeiten, wo man sie anpflanzen kann. Und sie verträgt sich gut mit anderen Baumarten. Und wenn man sie dann so ziemlich in fast jeden Laubmischwald irgendwo noch reinpflanzt, einzelstammweise heißt hier mal ein Baum, da mal ein Baum, dort mal ein Baum. Oder eben truppweise, das heißt eine kleine Gruppe von ungefähr 10-15 Metern Durchmesser, vielleicht auch mal 20-25 Meter Durchmesser, sowas in die Richtung, mehr oder weniger kreisförmig in einen anderen Bestand rein, dass dann halt einfach zusammengehängend ein bisschen Baumhasel hochwächst. Das wären so die beiden möglichen Anwendungsbereiche. Das kann ich auch definitiv empfehlen und das wird mit ziemlicher Sicherheit auch passieren. Ist das schlimm? Nein, gar nicht. Tatsächlich ist sie dafür sehr gut geeignet. Ist sie der Heilsbringerbaum schlechthin? Das auch nicht, aber sie wird auf jeden Fall eine schöne Ergänzung des heimischen Baumartenspektrums sein und damit die Ausfallsicherheit von den Wäldern der Zukunft hinsichtlich klimatischer, insbesondere klimatischer Bedrohungen ein wenig verbessern. Klimatische und anschließende biotische Bedrohungen sind ja auch noch ein Thema. Beispiel Borkenkäfer, der hat sich deswegen so ausgebreitet, weil es vorher so trocken war. Wäre es nicht so trocken gewesen, wäre der Borkenkäfer auch nicht so schlimm geworden. Das ist also eine Kombi aus erstmal abiotische Faktoren, also nicht lebend, Wind, Dürre, Hitze, sowas, Schnee, Eis. Und dann biotische Faktoren, etwas, das lebt, Borkenkäfer, irgendeine Pilzkrankheit, sowas in die Richtung. Jo, so viel dazu. Wo kommt die jetzt her? Vorderer Orient hatte ich ja mal vorsichtig anklingen lassen. Ich habe nochmal nachgelesen, man nennt sie auch gerne türkische Hasel und das kommt nicht von ungefähr. Die Türkei dürfte ungefähr das Hauptverbreitungsgebiet sein, wobei man sich streiten kann, wo das genau liegt, weil da ist nicht mehr viel von der Baumhasel übrig. Die gab es da mal, sehr viel vermutlich auch, aber genau wissen wir nicht wie viel, weil sie halt schon seit vielen Jahren ziemlich zurückgedrängt worden ist. Ja, ein wertvolles Holz. Und da wohnen schon sehr lange Leute in der Region. Ergo, das verträgt sich nicht gut. Viele Leute, sehr lange dort wohnend, wertvolles Holz einer eher langsam wachsenden Baumart, böse Kombination und dementsprechend muss man sie da mit der Lupe inzwischen suchen. Dann geht sie noch weiter nach Osten, ja tatsächlich so eben in das, was man als Orient sicherlich bezeichnen dürfte. Ich weiß gar nicht, wie Orient definiert ist, aber da kann man sie auch noch in letzten Restbeständen finden, weil gleiches Problem, lange Zeit Zivilisation, die Holz gebraucht hat, vergleichsweise langsam wachsende Bäume und da haben wir das Problem. Ja. Nach Mitteleuropa kommt sie tatsächlich auch vom natürlichen Verbreitungsgebiet her. Sie wandert so ein bisschen am Balkan entlang und das von uns aus nächste Vorkommen an Deutschland befindet sich dann im etwas südlicheren Rumänien und vermutlich sind die Bäume, die bei uns angepflanzt werden, mehr oder weniger auch aus dieser Region stammend, weil wenn man schon das Glück hat, mal eine fremdländische Baumart, die immerhin noch eine europäische ist, anpflanzen zu können, dann nimmt man vielleicht für den Anfang, wenn man noch nichts Genaueres weiß, erstmal eben die Vorkommen zur Saatgutgewinnung, die uns halt am nächsten liegen. Aber wir wissen es nicht genau, was unsere Vorväter gemacht haben, als sie die ersten Baumhaseln bei uns angepflanzt haben. Das ist nämlich um 1600 Ungrad irgendwie gewesen, aber es waren immer nur ganz wenige, ganz vereinzelt als kurioser Parkbaum, als Sehenswürdigkeit in irgendwelchen botanischen Gärten, möglicherweise mal noch als Alleebaum in der Stadt, Fußgängerzonenbegrünung, irgendwie solche Sachen mag es gegeben haben, aber so gut wie gar keine Waldbestände. Es gibt so ein paar waldartige Bestände, die man jetzt ersatzweise entsprechend untersucht, wo dann auch vereinzelt mal Baumhaseln rumstehen. Die taugen aber nur begrenzt für eine richtig gute forstwissenschaftliche Forschung und das ist eben ein bisschen mit das Problem, aber dazu kommen wir später noch. Ja, das zu Herkunft, zu warum kam die nach Deutschland, die sieht hübsch aus, man kann sie hier hinpflanzen, also hat man es getan. Ja, mehr steckt da wahrscheinlich gar nicht dahinter. So, natürliches Verbreitungsgebiet liegt so irgendwo bei 570 bis 800 mm Jahresniederschlag und minus 38 bis plus 40 Grad Extremtemperaturen, also höchst
Höchst- bzw. Tiefsttemperaturen, die sie ganz gut aushält. So, erstmal nochmal zu den Millimetern, 570 bis 800 Millimeter. Das ist so ziemlich genau, ungefähr so eine durchschnittliche Amplitude, wie wir auch in vielen Ecken Deutschlands finden werden. 570 ist schon eher trocken, das ist noch keine Katastrophe, aber würde man jetzt schon als eine trockenere Region angucken. Beispielsweise einige trockene Ecken von Oberfranken zum Beispiel. Oder einige trockene Ecken in Sachsen. Sowas in die Richtung, nur damit wir mal ein bisschen was genannt haben. 800 mm ist tatsächlich so ein ziemlich normales Durchschnittsniederschlagsmilieu. Das haben wir in den meisten Nicht-Gebirgs, nicht durch irgendwelche besonderen Sicherheiten hervorgehobenen Ecken von Deutschland. Meines Wissens hat auch Hamburg, also nicht draußen an der Küste direkt, sondern wirklich Hamburg ein bisschen weiter drin, hat auch nicht viel mehr als 800 mm, auch wenn man da ja gerne behauptet, dass es da ständig regnen würde. Ja, genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf, wie viel Hamburg jetzt genau hat, aber es ist erstaunlich wenig eigentlich. Ja. Es verteilt sich nur eben über recht viele Tage, an denen ein bisschen was runterkommt. Aber die Menge insgesamt ist nicht hoch. Ja, und man kann grob sagen, ab 500 mm ist Waldwachstum sicherlich möglich und man muss sich über die Möglichkeit zu Waldwachstum nicht allzu viele Sorgen machen. Darunter beginnt es dann problematisch zu werden. Ab 300 mm Jahresniederschlag nur noch speziell angepasste Wälder. Ab 150 wird es dann zu einem massiveren Problem, beziehungsweise da ist dann mit Baumwachstum eigentlich vorbei. Und wir kommen in den Bereich der Sonderökosysteme wüstenartiger Natur, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, ohne dass wir jetzt hier die genaue Definition von Wüsten und Halbwüsten durchkauen müssen, aber spätestens da hätten wir ein Problem. Das heißt, grob kann man sagen, die Baumhasel ist eine Baumart für standörtlichen Mittelbereich, nicht für extrem trockene Standorte, auch nicht für sehr nasse Standorte. Ja. Das können wir aus dem natürlichen Verbreitungsgebiet relativ gut ableiten und das sind auch Daten, die relativ verlässlich sind, im Gegensatz zu vielen anderen Daten, die wir eben erst noch erheben müssen, beziehungsweise die wir bisher nur ganz vorsichtig schätzen können. Ebenfalls wissen wir, weil wir uns die natürlichen Strandorte, die wir bisher so gefunden haben in Europa, angeguckt haben, dass sie ein breites Spektrum von Böden besiedelt, auf gut Deutsch, man kann sie eigentlich auf fast jeden Boden, der nicht extrem sauer, sehr wechselfeucht oder sehr trocken ist, entsprechend draufstellen. Also auch da wieder auf so ziemlich das Durchschnittszeug. Ja? Wenn du weißt, du hast nichts besonders Extremes unter deinen Füßen, dann kannst du da auch eine Baumhasel wahrscheinlich ganz gut draufstellen. Je nachdem, wie gut dieser Standort dann ist, also je besser, desto, ja, da wächst sie auch besser, aber kriegt möglicherweise auch wiederum andere Probleme. Aber dazu kommen wir dann auch noch gleich. Und das sind so die wesentlichen Grenzen eigentlich nur. Auch die Temperaturgrenze spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Grenzen ergeben sich wirklich nur in den ganz, ganz trockenen oder eben ganz, ganz nassen Bereichen. Gut. Toll ist für den Standort, und das ist noch ein großes Plus, was wir bei anderen, manchen anderen Zukunftsbaumarten in der Form so nicht haben. Sie hat eine sehr leicht zersetzliche Streu, sprich die Blätter, wie wir schon im Bestimmungsteil gesehen haben, sehen fast aus wie normale Strauchhasel, zersetzen sich auch fast wie normale Strauchhasel, sind dementsprechend nichts, womit unser Ökosystem nicht klarkommen würde und haben keinerlei über das normale Niveau eines jeden ganz normalen Blattes, was in einem Wald halt nun mal hin und wieder vom Baum fällt, hinaus keinerlei negativen Auswirkungen auf den Boden. Sie gilt also als sehr standortpfleglich, versauert den Boden nicht, verschlechtert den Boden nicht, hat keine negativen Auswirkungen auf bodenlebende Tiere und auch nicht auf die Krautschicht, also sprich die Pflanzen, die deutlich niedriger als ein Baum sind. Ja, da hat man noch überhaupt nichts gemerkt, dass da irgendwas negativ wäre. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass man sich einfach nicht viele Sorgen machen muss, wenn man mit Baumhasel ein bisschen experimentieren will, dass da irgendwelche schlimmen Sachen passieren können. Da sind bisher alle Anzeichen in Richtung Ampel auf Grün,
So in diese Richtung. Es ist eine Halbstadtbaumart. Da kann man sie am ehesten mit einem Bergahorn vergleichen. Das bedeutet in der Jugend relativ schattertragend, trotzdem dann ein sehr schnelles Wachstum, um eben aus diesem Schatten rauszukommen. Im mittleren bis hohem Alter, man schätzt sie auf ungefähr 300 Jahre alt werdend, aber das ist eine grobe Schätzung, das weiß keiner so genau, da hat sie dann Probleme mit Schatten und braucht dann relativ viel Licht. Das ist auch so ähnlich wie beim Bergahorn. Bergahorn. Das heißt, das macht sie recht pflegeleicht in der Anpflanzung, recht gut händelbar und auch da einfach eine unproblematische Baumart, die wir kennen. Wir kennen viele Baumarten, die ähnlich behandelt werden müssen. Wäre also auch da kein neues Know-how irgendwie notwendig, wie man damit jetzt klarkommt. Außerdem ist sie eben sehr tolerant gegenüber anderen Baumarten, beziehungsweise lässt sich prima in Mischung mit zum Beispiel eben den verschiedenen Ahornarten ausbringen. Theoretisch auch mit Buche, wobei sie dann irgendwann von der Buche überwachsen wird. Das heißt, da müsste man ein bisschen nachhelfen, indem man hier und da mal eine Buche wegsägt. Mit Eiche sicher mischbar, sehr gut mischbar mit der Kirsche, unsere Vogelkirsche und auch mit der Elsbeere, die wir dann im nächsten Zukunftsbaumvideo behandeln werden. Ja, also da alles prima eigentlich im Grunde, sehr, 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 sehr bekanntes Verfahrensweise, mittlere Konkurrenzkraft, auch wie die genannten anderen Baumarten. Sie wird nach und nach von der Buche sicherlich überwachsen und von der Buche dann auch gekillt werden, wenn man die Buche nicht in ihre Schranken weist. Das Gleiche schafft auch irgendwann ein Ahorn, eine Esche, vielleicht auch die Eiche, da sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig, das sind einfach so lange Zeiträume, dass man da noch keine genauen Aussagen zu machen kann, aber im Wesentlichen verträgt sie sich mit fast allen anderen heimischen Baumarten. Sie ist auch als dienende Baumart anpflanzbar, ganz ähnlich wie die Hainbuche. Was eine dienende Baumart? Na, die steht sozusagen neben wertvollen Baumarten nebendran und sorgt dafür, dass ein schönes Waldklima entsteht, obwohl es wirtschaftlich gesehen in diesem Wald eigentlich nur darum geht, um die paar Eichen, die da stehen. Und die Hainbuchen, die drumherum stehen, die sind eigentlich nur dafür da, dass die Eichen nicht so alleine stehen und vor allem nicht so viel Licht auf den Stamm bekommen und zusätzliche Äste bilden, die dann die Holzqualität wieder negativ beeinträchtigen würden. Aber als so eine dienende Bauart kann man sie theoretisch eben auch nutzen, insbesondere weil man sie dann gar nicht erstmal wegschneiden muss, weil sie die Eiche dann irgendwann gefährlich wird, sondern die geht von alleine ein, wenn sie zu alt wird und mehr Licht braucht, aber die Eichen drüber eben noch stehen, dann hat sich das von alleine erledigt und man kann sie dann entsprechend sowieso fällen, weil hat sich erledigt. In schlechten Qualitäten liefert sie übrigens auch ein gutes Brennholz, aber dazu kommen wir gleich. Das heißt, was geht es mit Wind, was ist mit Bodenstabilität, Erosionsschutz, Flutschutz, wenn das Hochwasser wiederkommt und solche Späße. Tatsächlich übersteht sie Überschwemmung nicht lange, nur ein paar Wochen, aber das sollte für die meisten Situationen ausreichen. Aber sie befestigt den Boden sehr gut. Sie hat eine Pfahlwurzel, eine sehr starke Pfahlwurzel, gräbt sich damit in gut 3 Meter Tiefe, wenn sie das dann kann, sofern 3 Meter Boden überhaupt vorhanden sind, deswegen, sofern sie es kann, und hebt sich dann gut fest. Also was das angeht, auch alles top. Bisher überhaupt nichts Negatives. Tatsächlich gibt es auch wenig Negatives. Es gibt auch keine unglaublichen Superkräfte. Ich versuche ja immer, irgendwelche speziellen Eigenschaften, die nur manche Bäume haben, hervorzuheben. Was ist jetzt die Superkraft in Anführungszeichen dieser Baumart? Die hat die Baumhassel überhaupt nicht. Die ist Universaldilettant, kann alles gut, nichts großartig, aber hat auch keine besonderen Schwächen. Sowas in diese Richtung. Frage der Invasivität. Das ist ja auch immer was man sich bei Zukunftsbäumen bzw. fremdländischen Baumarten fragen muss. Könnten die sich unkontrolliert ausbreiten und heimische Pflanzen verdrängen oder heimische Tiere oder sonstige heimische Natur? Nö. Das ist nahezu ausgeschlossen. Warum ist das so? Naja, weil erstens ist sie nicht schattertragend genug und wird von der Buche in jedem Fall dann irgendwann wieder totgewachsen, selbst wenn es uns nicht mehr gäbe. Und angenommen, die Buche gibt es noch, dann würde die Buche die Baumhasel wieder verdrängen und dann würde sie schlicht und ergreifend wieder aussterben, wenn wir da langfristig eben nicht nachhelfen. Unter jetzigen Klimabedingungen, wie das in der Zukunft aussehen mag, kann ja keiner so genau sagen. Ist der erste Punkt, weshalb man mit Invasivität nicht zu rechnen ist. Zweiter Punkt, wie breitet sich denn das Ding aus? Naja, es ist eine Hasel.
schon mal eine Haselnuss gesehen? Genau. Die Baumhasel hat auch Haselnüsse. Die sehen gar nicht so viel anders aus als die Strauchhaselnüsse. Die, die wir käuflich erwerben, knacken und essen können, sind dann halt besondere Züchtungen. Die sind etwas größer als die wilden und noch mal ein bisschen kleiner als die wilden Strauchhaselnüsse sind die Baumhaselnüsse. Also die sind theoretisch genauso essbar wie die Strauchhaselnuss auch. Nur lohnt sich kaum, weil sind halt klein, haben eine sehr dicke Schale. Wäre allerdings vielleicht mal irgendwann in der Zukunft noch ein Thema, ob man mit dem Nussöl der Baumhaselnuss nicht vielleicht irgendwelche pharmazeutischen Anwendungen machen könnte, von denen wir heute noch gar nichts ahnen. Also vielleicht steckt da irgendein Heilmittel für Alzheimer von mir aus drin. Wissen wir nicht. Könnte sein. Also das Forschungspotenzial mit sekundären Pflanzenstoffen der Baumhasel ist noch gar nicht ausgeschöpft und wer weiß, was da alles... Ja, also wäre noch ein Thema, was man einfach im Hinterkopf behalten kann. Werden wir aber nach relativ wenigen Jahren der Forschung an diesem Gebiet wahrscheinlich auch schnell beantworten können, ob da was Brauchbares drinsteckt, zumindest nach aktuellem Forschungsstand, Erkenntnisstand und den Möglichkeiten, sowas überhaupt zu überprüfen oder eben nicht. So. Was wollte ich noch erzählen? Ja, wegen dieser Haselnüsse auch eben kein Thema, die Invasivität, weil Haselnüsse schmecken auch vielen, vielen, vielen Tieren und tatsächlich ist es unseren Strauchhaselnuss mögenden Tieren, gerade egal, ob sie gerade an einer Strauchhaselnuss knabbern oder eben an einer Baumhaselnuss. Das heißt, jeder, der Haselnüsse mag, mag auch die von der Baumhasel und das führt dazu, dass die sich natürlich kaum verbreiten wird, weil halt alle die Haselnüsse mögen, einen Großteil der Früchte soweit rechtzeitig in Anführungszeichen auffressen, bevor die überhaupt keimen können. Außerdem ist ein Rohbodenkeimer. Was zum Geier ist jetzt das? Der Boden muss aufgerissen sein. Man muss da quasi, irgendeine Katastrophe muss passiert sein, die den Boden weggerissen hat und der Mineralboden muss freiliegen. Zum Beispiel der Rehbock hat da gewütet oder die Wildsau hat da gewütet. Und in diese Stelle, wo das Tier entsprechend gewütet hat oder der Ben hat da gewütet. Das mache ich auch manchmal. Da muss dann die Nuss genau auf diese Stelle fallen und könnte da dann keimen, wenn sie nicht vorher von irgendeinem roten Tier mit einem langen, buschigen Schwanz, und ich meine nicht den Fuchs, das andere rote Tier, das von Baum zu Baum springt, nicht immer rot, es gibt auch hier noch in anderen Farben, entsprechend entdeckt und gemampft oder versteckt wird, je nachdem. Tatsächlich wäre die Ausbreitung per Eichhörnchen oder auch per Eichelherr noch so die erste Möglichkeit, wie sich das Ding dann in der Landschaft noch ausbreiten könnte. Ob das passiert, das ist eher fragwürdig, aber in Einzelfällen sicherlich. Ja, Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme. So, also haben wir gesagt, nicht invasiv. Und da wir auch bisher keine negativen Auswirkungen auf irgendeine Standortseigenschaft feststellen konnten, gibt es da wirklich einen massiven Daumen nach oben. Da muss man sich wirklich keine großen Sorgen machen. Wie wächst das Ding? Wie ist das Ding waldbaulich einzuordnen? Hat es denn schönes Holz? Okay. Gut und ja, also wächst ganz in Ordnung, ja, so vergleichbar, unter guten Bedingungen vergleichbar mit unseren heimischen Ahornarten. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn das Holz ein bisschen vergleichbar mit Ahornholz ist, gute Ahornqualität und das Ding ungefähr so schnell wächst wie Ahorn, wofür brauchen wir es denn dann? Ne? Nur falls sich jetzt jemand diese Frage gestellt hat. Im Grunde brauchen wir es gar nicht, aber zum Beispiel beim Bergahorn ist ja schon ein Thema, was wir auch schon auf diesem Kanal diskutiert hatten, nämlich die sogenannte Rußrindenkrankheit, die die Ahörner befällt. Die ist leider nicht am Zurückgehen. Sie breitet sich auch nicht unglaublich schnell aus. Man muss große Panik kriegen, aber wir wissen nicht, was da noch draus wird. Ja? Und die Baumhasel hätte halt kein Rußrindenkrankheitsproblem. Und wenn wir jetzt beides nebeneinander stehen haben, und tatsächlich sollten uns sämtliche Ahörner verrecken, weil diese Rußrindenkrankheit ganz furchtbar ausbreitet, was passieren kann, was wir nicht wissen, aber könnte passieren, dann stehen nebendran halt eben die Baumhasel noch da und wir haben weiterhin einen Wald. Wenn uns der Ahorn verreckt und wir haben keine Baumhasel nebendran, dann haben wir keinen Wald mehr. So einfach ist es im Grunde. Also einfach Ausfallsicherheit. Nochmal, das habe ich am Anfang schon gesagt, aber ich sage das gerne nochmal. Das ist nämlich wirklich, wirklich wichtig und so sicherlich eine der größte Konsens der zukünftigen Waldwirtschaft. Das eine, wo wir mit Sicherheit sagen können, dass es auf keinen Fall schaden kann, ist Ausfallsicherheit.
So, was haben wir gesagt? Wuchs okay, ja eben auf Ahornniveau. Wir haben keine genauen Daten, weil wir noch nicht genügend alte Versuchsbestände haben, wo man genaue, exakte Daten hätte ermitteln können. Die Erfahrungswerte aus groben Messungen und so weiter und so fort, das erspare ich euch, das sagt euch eh nichts. Aber wenn es auf Ahornniveau ist, dann sind wir bei so grob ungefähr 10 Erntefestmeter pro Hektar. Und ja, das ist also, wie gesagt, ganz ordentlich. Aber jetzt auch nichts, weshalb man Luftsprünge machen würde. Bei der dazugehörigen Holzqualität allerdings durchaus sehr interessant, ja, aus finanzieller Sicht jetzt. Das Holz ist ziemlich schwer, das macht es ein bisschen schwierig zu transportieren, aber legt auch so ein bisschen die Anwendungsbereiche fest, nämlich bisher weiß man nur, vielleicht gibt es mal irgendwann mehr Anwendungsbereiche, wenn mehr Baumhaselholz verfügbar ist, es wird weltweit kaum gehandelt, aber bisher weiß man auf jeden Fall, dass man daraus hervorragende Möbel fertigen kann, jede Form von wirklich massiven Essmöbeln, Wohnzimmertisch, Sofa, was auch immer, Stühle, Türen, Treppengeländer, Treppen, alles Mögliche im Haus, also mehr oder weniger verwendungsähnlich wie Eiche oder eben Ahornholz. Sowas sind die hochwertigeren Anwendungen. Dann kann man selbstverständlich noch Furnier draus machen. Hat einen sehr dicken Splint, das heißt, ein Furnier aus diesem Holz könnte man entweder, das ist ja ein Schälfurnier, ja, also wir schnitzen quasi den Stamm kreisrund ab. Und die äußeren Schichten, die wir abtragen, die sind sehr helles Holz, so ein bisschen vergleichbar von der Farbe her wie Buche, vielleicht noch ein Ticken heller. Und die inneren Schichten, wenn wir dann in den Kern kommen, der ungefähr 50% vom Stamm ausmacht, also der Splintholzanteil ist vergleichsweise hoch, der Kernholzanteil ist vergleichsweise klein, dann kriegen wir eben ein sehr schönes, dunkles, leicht rötliches Holz. Sieht wirklich toll aus. Ich habe leider kein Bild, das ich aus urheberrechtlichen Gründen euch zeigen könnte, aber ihr könnt ja mal selber ein bisschen rumgoogeln, vielleicht findet ihr was, wenn ihr wollt. Das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Würde man das Problem haben, dass man hier und da mal einen Stamm hatte, nichts geworden ist. Das gibt es im Wald ja immer. Du kriegst nicht nur bei wertholztauglichen Hölzern auch immer nur Wertholzqualitäten, sondern da sind auch häufiger mal Stämme dabei, die halt einfach ein bisschen krumm und schief gewesen sind, wo der Pilz dann doch mal reingegangen ist, der untere Teil ist entwertet, wo irgendwie der andere Baum, der umgefallen ist, dran hängen geblieben ist und was weggebrochen hat, dann gibt das schlechte Holzqualitäten. Was macht man dann mit denen? Brennholz. Und zwar hervorragendes Brennholz, brennt sehr lange, eignet sich potenziell aufgrund der Holzeigenschaften sehr gut für extrem tolles Grillen. Also wer ein super Grillholz für die nächste Grillmeisterschaft sucht, der könnte bei der Baumhasel durchaus fündig werden. Und also als Zusatznutzen ein sehr gutes, energetisch nutzbares Holz zu haben, ist ja nicht verkehrt. Das Problem ist, dazwischen gibt es nichts. Also entweder sehr hohe Qualität für Möbel und Furnier oder Brennholz. Das ist ein bisschen schade. Ein mittleres Verwendungssortiment, zum Beispiel Palettenholz, sowas in die Richtung, das wäre noch ganz angenehm gewesen. Sehe ich hier aber nicht, dass es das da irgendwie geben könnte. Anzumerken wäre noch gerade beim Wuchs bzw. beim Waldbau, je besser der Standort, also je nährstoffreicher, Wasser verfügbar, tiefgründig und so weiter, desto eher verliert die Baumhasel nach ersten Vermutungen gegenüber anderen heimischen Baumarten. Das heißt, da wachsen die anderen heimischen alle ein bisschen schneller. Und dann würde ich zumindest, solange die noch wirklich wachsen, dann auch die heimischen Baumarten bevorzugen und die Baumhasel dann eher auf so mittlere bis unterdurchschnittliche Standorte forcieren, weil sie da auch konkurrenzstärker ist und nicht so schnell von den heimischen Sachen überwachsen wird. Das wäre vielleicht nur kurz anzumerken. Sie hat einen, wie wir auch im Bestimmungsteil schon gesehen haben, sehr geraden Wuchs, das ist typisch, bildet gerne einen astfreien Stammlängen von 5, 6, 7 Metern, ist recht problemlos machbar, auch mit natürlicher Astreinigung. Was ist das jetzt nochmal kurz? Laubbäume schmeißen nach und nach ihre Äste ab, wenn sie zu viel Schatten abbekommen. Ja, jedes Blatt, das an einem Ast hängt, kann sozusagen analysieren, kriege ich mehr Licht, um mehr Photosynthese zu machen, als ich koste.
weil das Blatt muss ja jedes Jahr neu ausgetrieben werden. Und irgendwann ist das Blatt, weil der Baum so hoch geworden ist und der gesamte Wald so hoch geworden ist, derart im Schatten, dass es weniger Licht bekommt und weniger Photosynthese machen kann, als es den Baum kostet, an dieser Stelle überhaupt ein Blatt zu produzieren. Und an diesem Punkt werden da keine Blätter mehr produziert. Und wenn sich das nicht innerhalb von kürzester Zeit ändert, wird der entsprechende Ast, an dem die Blätter mal gehangen sind, einfach abgeworfen, weil der gesamte Ast macht keinen Sinn mehr, weil da wird nicht mehr ein Blatt gebraucht. Das heißt, dieser Ast hat ja auch zusätzlich eine Biomasse, die versorgt werden muss und die braucht der Baum nicht mehr und schmeißt sie ab. Und das nennt man dann eben entsprechend natürliche Astreinigung. Die meisten Laubbäume können das, Äste selbstständig abwerfen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Nadelbäume können das nicht. Pappeln und Kirschen können es auch nicht. Das sind die beiden Gruppen innerhalb der Laubbäume, die ebenfalls sogenannte Totasterhalter sind. Das heißt, wenn wir in engen Beständen unsere Baumhasel hochwachsen lassen, dann müssen wir uns über Äste keine Sorgen machen. Die schmeißt sie von alleine ab und wir kriegen tiptop Wertholzqualitäten, ohne uns groß drum kümmern zu müssen, aus forstlicher Sicht. Wollen wir das Ganze ein bisschen beschleunigen, das wird sicherlich in vielen Fällen so sein, dann muss man noch ein paar Grünäste absägen, also Äste, an denen noch Laub hängt, einfach um die Astreinigung ein bisschen flotter ablaufen zu lassen, als das natürlich der Fall wäre. Das erhöht einfach den Wert, den monetären Wert des Baums, schadet ihm selten, ist in einem geringen Videorisiko verbunden, dass da irgendwie noch ein Pilz reinkommen könnte in die Verletzung, aber unwahrscheinlich. Ist also ein Risiko, das man eingehen kann, man verliert dabei auf jeden Fall nicht viele Bäume. So. Das waren jetzt die ganzen positiven Eigenschaften und so die generellen Sachen. Probleme. Ich sag's gleich, großes Problem gibt's nicht. Es gibt so ein Portfolio von Kleinigkeiten. Hauptproblem bzw. Hauptkleinigkeit ist eben der geringe Grad der Erforschung. Im Vergleich zu einer Douglasie, die wir jetzt über 100 Jahre wirklich genau untersucht haben und bei der wir sagen können, wie sie sich die ersten 100 Jahre ihres durchschnittlichen Douglasienlebens durchschnittlich verhält, haben wir bei der Baumhasel keine Ahnung, was die in einem höheren Alter macht. Die ersten wirklich wissenschaftlichen Versuchsflächen, die es gibt, die nach wissenschaftlichen Kriterien aufgebaut sind, wo das alles ganz genau untersucht werden kann, da ist die Baumhasel derzeit gerade vielleicht 20 Jahre drauf. Oder 18 bis 20, so irgendwas in dem Bereich, je nachdem, wie alt die Quelle ist, die man sich dazu anguckt. Ja, und das reicht natürlich bei weitem noch nicht aus, um Aussagen über die Altphase dieser Baumart machen zu können. Auch eben die Wildwachsenden in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, da gab es auch nie Versuchsflächen. Da sehen wir zwar einen alten Baum stehen, wissen aber nicht, wie hat sich der entwickelt im Laufe der Zeit. Und deswegen, ja, wenig Erkenntnisse diesbezüglich. Außerdem sind sie in ihrer Heimat ja außerdem noch selten. Das heißt, wir können auch keine große Stichprobe machen und große Mengen dieser Wälder uns angucken, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, sondern haben immer nur so ein paar Relikte hier und da. Das macht wirklich die Forschung erheblich schwierig, ja? Außerdem, wenn man eine neue Baumart insbesondere bei uns anpflanzen möchte, dann braucht man auch die richtige Provenienz, beziehungsweise muss ich um die Provenienzen Gedanken machen. Was zum Geier ist das jetzt wieder? Herkünfte. Es spielt durchaus eine Rolle, ob man zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Buche pflanzen möchte und man weiß, es ist ein eher trockener Standort. Ja, dann pflanzt man da nicht unbedingt eine Buche aus kurz hinterm Auwald hin, die ihr Leben lang an ihre Nachkommen sozusagen mitgegeben hat. So, wenn ihr jetzt unter mir auf den Boden fallt, dann ist die Chance, dass ihr da recht viel Wasser findet, weil sie halt nun mal nass ist, sehr hoch und gibt denen quasi genetisch die Ausrichtung auf Wasser spezialisieren. Wenn du jetzt so eine Buchecker nimmst und pflanzt die, wo Trockenes hin, dann geht ihr dir wahrscheinlich ein, weil mit ihrer Ausrichtung auf hier gibt's Wasser und dann gibt's gar kein Wasser, ist die mal drastisch im Nachteil. Und umgekehrt nimmst du eine Buchecke einer Buche, die auf einem sehr trockenen Standort stehst und pflanzt die auf einen anderen sehr trockenen Standort, dann ist sie halt eben von ihrer genetischen Prädisposition durchaus in der Lage, da wahrscheinlich recht gut zu wachsen. So, und da haben wir bei der Baumhasel noch überhaupt keine Ahnung, welche Herkünfte von welchen Standorten wo bei uns ideal wachsen. Das ist entscheidend, insbesondere in Fragen der Klimaerwärmung. Wenn wir eben kaum wissen, wie es kommen wird, müssen wir das bisschen, was wir vermuten können, wie es kommen wird, die wenigen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, vergleichsweise wenig, auch wenn da schon sehr viel geforscht worden ist. Es ist halt nun mal einfach kompliziert, das vorherzusagen, insbesondere auf kleinräumiger Ebene. Die müssen wir dann auch alle nutzen. Und die haben wir nicht bei der Baumhasel. Ja? Trotzdem kann man natürlich irgendwelche Baumhaseln hinpflanzen und das Beste hoffen. Schlimmstenfalls funktioniert es nicht.
Aber ja, Luxusproblem sozusagen. Außerdem, für mich persönlich, das ist jetzt aber ein Punkt, den wahrscheinlich nicht alle teilen werden, alle Kollegen, ist es nur mit fetten Anführungszeichen ein weiteres Wertholz. Die meisten Zukunftsbaumarten, die derzeit im Gespräch sind, produzieren Werthölzer. Sprich irgendwas, woraus du Möbel, Tische, Stühle, Bänke, was auch immer machen kannst. Aber uns fehlen bei den neuen Baumarten, bei den Wäldern der Zukunft, nehmen wir an, alle heimischen Baumarten sterben weg, dann fehlt uns einfach was wie die Fichte. Ein einfaches, schnell wachsendes Holz für einfache Anwendungen. Für mal eben ein Brett auf der Baustelle, was du über eine Pfütze legst. Für Paletten. Für eine einfache Kiste aus Holz, in der man irgendwas aufheben möchte, die nicht großartig schön sein muss, sondern einfach als Stauraum. Für IKEA-Möbel, selbst wenn es das ist. Angenommen, IKEA macht Möbel aus Massivholz. Ein ganz paar haben sie ja. Sowas. Ja? Kiefernholz, Fichtenholz. Das fehlt. Ja, in der Palette der Zukunftsbaumarten bräuchte es aus meiner Sicht, ich weiß auch nicht, wo die herkommen sollen. Und auch das ist wieder ein Luxusproblem, weil wir haben ja nur die Möglichkeiten, die uns die Natur eben gegeben hat. Wir können nur aus dem Pool der vorhandenen Baumarten wählen und nicht irgendeinen uns zusammen wünscht dir was. Daher ist das ein Luxusproblem, aber trotzdem, wenn wir die Wälder immer mehr auf Wertholzproduktion ausrichten, dann müssen wir sämtliches Brauchholz, sämtliches einfaches Nutzholz dann halt doch wieder importieren. Und Import von Holz ist immer scheiße, weil das Zeug ist sauschwer. Und die positive Klimabilanz, die Holz als solches eigentlich hat, geht dann halt eben den Bach runter, wenn man es über lange Strecken energieaufwendig transportieren muss. Davon abgesehen, was hier mit den Wäldern passiert, kann sich jeder angucken. Was woanders mit den Wäldern passiert, kann sich selten jemand angucken und da kann ganz viel Schindluder getrieben werden, je nachdem, wo das Holz herkommt. Und für mich persönlich ist ein Schaden am Wald nicht größer, wenn er weit weg passiert, nicht kleiner, wenn er weit weg von mir passiert und ich ihn nicht sehe. Er ist trotzdem da. Und sobald ich weiß, dass er da ist, oder wenn ich vermute, er ist da, weil ich Holz von sonst wo gekauft habe, dann ja, stimmt mich das nicht unbedingt fröhlich. Ja, das ist also so das generelle Problem, dass uns einfach die günstigen Holzsortimente möglicherweise in Zukunft fehlen könnten. Das Ding hat keine besonderen Alleinstellungsmerkmale, ist also damit auch zur Not theoretisch verzichtbar. Wenn man also sagt, man möchte so wenig fremdländische Baumarten wie möglich haben, dann kann man auf die Baumhase auch recht gut verzichten, weil die jetzt kein Alleinstellungsmerkmal hat, das sagen würde, Baumhase brauchen wir unbedingt. Sie ist lediglich eine sinnvolle Ergänzung, sie ist nicht nötig. Unbedingt. Und wir haben noch ein gewisses Risiko von möglichen Krankheiten durch eben unsere heimische Hasel. Weil unsere heimische Hasel hat eben Krankheitserreger, die auf sie spezialisiert sind. Insbesondere die Haselnuss selber hat diverse lustige Bohrwürmer, die sich da reinbohren und dann das Ding von innen aushöhlen, bis man es knackt. All sowas könnte theoretisch auch auf die Baumhasel sich übertragen, weil die sind schon ziemlich nah miteinander verwandt. Und wir wissen nicht, wie die Baumhasel auf all unsere heimischen Haselkrankheitserreger langfristig reagiert. Das heißt, da könnte eine mögliche Pandemie der Baumhasel mit irgendwelchen Haselkrankheitserregern eben durchaus passieren. Wissen wir nicht. Kann auch sein, dass das nicht passiert, dann haben wir Glück gehabt, aber es ist ein Risiko. Ja? Allerdings insgesamt muss man sagen, aus dem, was wir aus ihrer Heimat kennen, ist sie recht resistent gegen Schädlinge und auch sehr resistent gegen eben abiotische Gefahren. Vielleicht habe ich noch zu wenig betont. Nochmal was Positives. Sie ist wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich dürreresistent. Das ist schon sehr beeindruckend, was sie bei längerfristigen Dürrephasen für eine Performance zeigt. Also 2 bis 3 Monate. 2 Monate ist wahrscheinlich gesichert. 3 Monate kann man sich fragen, ob das wirklich so ganz hinhaut. An Dürre, sprich an überhaupt kein Regen, an wirklich ausgedörrten Böden, übersteht sie wohl noch ganz gut. Wie macht sie das? Sie schmeißt vorzeitig ihr Laub ab. Das ist eine ähnliche Strategie, wie sie auch unsere Vogelkirsche hat. Die hatten wir auch mal im Rahmen der Zukunftsbäume besprochen. Frühzeitig Laub abschmeißen heißt natürlich, es geht gar nichts mehr an Wachstum, aber es geht auch überhaupt nichts mehr an Wasserverbrauch. Das heißt, Wasserverbrauch sinkt auf nahezu fast null. Und
Das spart natürlich außerordentlich ein. Und im nächsten Jahr, wenn ein Großteil des Wachstums sowieso nur im Frühjahr stattfindet, was auch bei der Baumhasel wahrscheinlich so ist, auch das wissen wir noch nicht so genau, kann es dann trotzdem recht gut wieder weitergehen. Das wäre also auch so weitestgehend die Strategie der Vogelkirsche. Und also das ist dann auch nochmal in Sachen Dürreresistenz, in Sachen Schädlingsresistenz bisher eigentlich ganz prima. Ja, und dann hatte ich mir jetzt eben noch als große Chance eben die Anreicherung des Baumartenportfolios aufgeschrieben. Heute habe ich schon zweimal gesagt, das muss ich jetzt nicht noch ein drittes Mal sagen. Das ist es gewesen zur Baumhasel Corillus colurna, ich hoffe, und damit Hammers im Wesentlichen. Wir können uns also an diese Baumart sicherlich ein bisschen gewöhnen. Sie wird uns in den nächsten 20 Jahren bestimmt vermehrt immer mal wieder hier und dort im Wald begegnen. Ich habe sie jetzt auch persönlich ein paar Mal auf Aufforstungen nach Borkenkäferlöchern und sonstigen Löchern im Wald, wo man halt aufforsten musste. Wenn man da in die Röhren reinschaut, in die Plastikröhren, dann findet man da auch recht häufig die Baumhasel drin. Also sie wird auch wirklich praxismäßig angebaut. Also persönlicher Eindruck meinerseits durch in Deutschland rumfahren und sich das mal ein bisschen angucken. Übrigens, in der Jugend, wenn man sie anpflanzen möchte, braucht sie einen recht guten Verbissschutz. Sie schmeckt dem Reh sehr gut. Sie schmeckt Mäusen sehr gut. Die dünne Rinde der Jungpflanzen, die mögen die Mäuse außerordentlich gern und knabbern die dann gerne ab und dann ist das Ding tot. Auch die junge Wurzel von Wühlmäusen wird dann ganz gerne mal ein bisschen angeknabbert und da muss man sich halt irgendwie was einfallen lassen, dass man einen gewissen Mäuseschutz zumindest hinkriegt oder eben genügend Alternativfutter für die Mäuse in der entsprechenden Landschaft gerade verfügbar ist, dass sie gar kein großes Interesse daran haben, die Baumhasel anzuknabbern. Das war aber das Letzte, was mir noch eingefallen ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Nächstes Mal dann hoffentlich auch wieder draußen und macht's gut, bis zum nächsten Mal.